Ein Krieg in Europa ist nicht nur kontrollierbar, sondern auch gewinnbar. Die Amerikaner haben vor, uns anzugreifen. Das wissen wir schon. Was wir nicht wissen, ist wann. Wir würden gerne mit Martin sprechen. Sind Sie bereit, der Partei alles zu opfern? Natürlich. Im Westen. Das geht nicht. Annette ist hier. Meine Mutter ist krank. Ich mach das nicht. Das geht für euch nicht in den Westen. Wenn Martin für uns arbeitet, dann kann ich dich in der Charité auf die Transplantationsliste kriegen. Was zum Teufel mache ich hier? Du gehst verdeckt zur Bundeswehr. Im Laufe der nächsten Woche bilde ich dich aus, um dir die Voraussetzungen für deinen Auftrag zu vermitteln. Du bist die rechte Hand des Generals, so eine Art Mädchen für alles. Du bist ab jetzt nicht mehr Martin Rauch, sondern Moritz Stamm aus Niedersachsen. Fall nicht auf, stell keine Fragen und versuch bitte nicht, den Helden zu spielen. Sie kommen mit Verspätung, Oberleutnant. Meine Schwester? Moritz, der neue Adjutant unseres Vaters. Frau Werner hat mich beim Telefonieren belauscht. Bin in den Osten. Seh zu, dass du was in ihren Drink kriegst. Macht sich große Sorgen um Ingrid. Deiner Mutter geht's gut, wir kümmern uns um sie. Und während sich alle die Bäuche vollschlagen, wirst du uns den Sicherheitsbericht der NATO besorgen. Ich bin drin. Wir haben ein Problem. Der Bericht ist auf so einem viereckigen Plastikteil mit Loch in der Mitte. Floppy-Disk. Das Paket ist angekommen. Ja, was mache ich jetzt damit? Soll ich mir in den Arsch stecken oder wie? Die Zentrale ist sich sicher, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Du kannst es wahrscheinlich kaum abwarten, den Knopf zu drücken. Diese Kriegsspiele sind für die ganzen Generäle die absolute Sternstunde. Das ist doch eine Übung, oder nicht? Kollegen hat in Bonn schon Kontakt zu Heinrich Meyers Sekretärin geknüpft. Freiwilliges, ausgiebiges Flirten mit vielversprechender Reaktion ihrerseits. Ich bin wirklich froh, dass du hier bist. Aber mach dir mal nicht so viel Sorgen. Gutes Buch. Ist doch einer der verboten. Da, wo es herkommt, gibt es noch mehr davon. Du hast keine Ahnung, wozu die fähig sind. Und wozu ich fähig bin. Ich glaube, das ist der falsche Rechner. Wie viele verschiedene gibt's denn? Wir spielen ein Kriegsspiel. Ein sehr realistisches. Ein Spiel. Das ist eine sehr gute Tarnung für einen echten Krieg. Menschen unter Kontrolle bringen! Da stehen Sie drauf, hä? Sag mal, was ist hier eigentlich wirklich los? Ich sitze hier voll in der Scheiße, was soll ich denn machen? Ich bin da. Alles gut. Das ist echt cool. Sagen Sie nicht cool. Okay. Sagen Sie auch nicht okay.